Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Digital Breakfast und eher meine Technik spielt verrückt. Ich bin aber gleich so. So, jetzt bin ich bei euch. Ja, ihr seht, wir sind heute zu zweit. Der Felix Deck, ein Sympathisant, Ambassador. Das Digital Breakfast steht neben mir. Wir haben hier eine Veranstaltung, ich finde es total irre. Dass wir auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sind jetzt quasi Digital Breakfast Public Viewing Host. Kann ich jedem nur empfehlen, auch mal zu machen, kostenlos Inhalte zu konsumieren mit anderen, also wirklich Orte der Begegnung zu schaffen. Macht's bei euch am Homeoffice, am Balkon, im Besprechungsraum, wo auch immer. Ja, aber kommen wir zurück oder kommen wir vor allen Dingen auf den Punkt. Wir sind heute wieder bei der 8. KI-Tool-Party. Wie gewohnt mit Gerald und Christopher. Und heute haben wir ein, glaube ich, sehr, sehr interessantes Thema, ja, weil sie werden für Wissensarbeiter ein paar Sachen zeigen, und zwar, wie man quasi aus Podcasts, aus Videos, aus Bildern, wie man da Texte rausbekommt. Ja. Und wir hatten gestern Abend, war ich noch mit dem Felix hier Pizza essen, und dann hat er mir einen Haufen Tonaufnahmen gezeigt, ja, also wirklich auf der Tonspur. Und da habe ich zu ihm gesagt, du, pass auf, morgen wirst du mitbekommen, wie du quasi aus diesen Tonspuren auch Text machen kannst, ja, was ja, also wie sagt man so schön im Fachjargon, transkribieren, ja, und was man ja heutzutage auch gerne weiterverwendet, um, ich sage jetzt mal, die Suchmaschinen zu befeuern und so weiter, ja. Aber das ist genug der Vorrede. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich gebe mal das Wort an euch beide. Ja, schönen guten Morgen von unserer Seite aus. Herzlich willkommen zu unserem 8. Digital Breakfast mit KI Tool Party. Wir freuen uns, dass wir hier wieder zu Gast sein dürfen und ja, heute die Runde bestreiten dürfen im Digital Breakfast mit dem Thema Wissensmanager. Das hattest du ja schon erwähnt. Ja, es geht darum, eben nicht textliche Inhalte zu textlichen Inhalten zu machen, sodass man die leichter weiterverarbeiten kann. Ich denke, wir alle, die irgendwie mit Wissensmanagement zu tun haben und auch der klassische Office Worker letztendlich arbeitet im Schwerpunkt mit Text. Text ist das, wo wir gut mit umgehen können, wo wir schnell durchlesen können, überfliegen können. Und bei Nicht-Textmedien wie einem Podcast oder wie einem Video fällt das schon deutlich schwieriger. Also ich kann Video jetzt ja nicht wie ein Text überfliegen, sondern ich kann im Zweifel dann an bestimmte Stellen spulen, aber vielleicht verpasse ich da was Wichtiges unterwegs. Das ist schon deutlich schwieriger. Und genau dieses Thema haben wir uns vorgenommen, und da gibt es sehr, sehr schöne KI-Lösungen, und die wollen wir auch präsentieren und auf das ganze Thema damit nochmal so ein bisschen theoretisch auch eingehen. Und ja, ich würde einfach mal das Präsentationsdeck, was wir für euch vorbereitet haben, hier teilen, dass wir uns in das ganze Thema so ein bisschen reindenken können. Ja, so ein kleiner Überblick. Wir starten wie immer mit einer Live-Umfrage. Dann geht es nochmal so ein bisschen zum Thema Information Overload, was da auch mitschwingt beim Thema Wissensmanagement und den Informationen, die auf uns tagtäglich einprasseln, und dann natürlich gewohnt in die Live-Demo. Das heißt, wir zeigen verschiedene Use Cases.
Ja, dann würde ich doch sagen, starten wir direkt mal mit der Live-Umfrage. Das heißt, ich würde nochmal hier ganz kurz wechseln und einmal auf die Umfrage rüber switchen, sodass wir uns hier mal so ein bisschen gemeinsames Bild machen, wie ihr das erlebt, wie wir das erleben, um uns darüber auszutauschen. So, den richtigen Bildschirm noch finden oder beziehungsweise den richtigen Einstieg hier und dann wird das alles sehr gut klappen. So, ihr müsstet jetzt, wenn alles gut läuft, ein Willkommen zur Umfrage sehen. Das ist mit Mentimeter. Der ein oder andere, der das vielleicht nicht kennt oder hier zum ersten Mal bei unserer Runde dabei ist, ist ein Live-Umfragetool, was wir hier nutzen. Das heißt, ihr könnt alle teilnehmen. Ihr seht oben eingeblendet, besuchen Sie menti.com, benutzen Sie den Code und dann könnt ihr quasi, wenn ihr menti.com und den Code eingebt, könnt ihr live an der Umfrage teilnehmen. Ich packe es aber auch nochmal in den Chat, sodass ihr quasi auch über diesen Weg dann hier teilnehmen könnt und dabei sein könnt. Also, dass es quasi da auch nochmal über den leichten Zugang geht. Und ihr seht, da kommen schon erste Reaktionen rein. Unten rechts seht ihr so verschiedene Icons, ein Herzchen, ein Fragezeichen, Daumen hoch, Daumen runter und natürlich das obligatorische Kätzchen. Und wenn ihr jetzt da euch eingeloggt habt, könnt ihr auf die entsprechenden Icons klicken. Dann wird live hier diese Reaktion übertragen, sodass wir quasi uns hier gemeinsam im Plenum gut austauschen können. Ja, und da kommen schon einige Reaktionen. Das heißt, der eine oder andere hat sich schon eingeloggt. Ihr seht aber immer in jeder einzelnen Frage, die wir hier jetzt gemeinsam durchgehen, seht ihr mal oben diese Leiste nochmal, menti.com und den entsprechenden Code auch, sodass ich jetzt einfach mal auf die erste Frage umschalte und ihr euch da auch immer noch einloggen könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, die erste Frage, die uns natürlich interessiert, was ist dein Business oder in welchem Branchenbereich bist du unterwegs? Damit wir so ein bisschen Gefühl haben, ist das jetzt hier eine bestimmte Branche, die stark vertreten ist oder ist das eher eine Branche, die nicht so stark vertreten ist, dass es eher über alle Branchen hinweg gleich verteilt ist? Jetzt bin ich nur am Gucken, ist da, wir haben drei Antworten aktuell. Ich gehe mal schon mal in die Antwort ein bisschen rein. Oder wir warten noch ein bisschen, bis ein paar mehr reingekommen sind und dann gucken wir uns die Antworten an. Fünf. Ihr seht auch unten rechts gibt es auch mal noch mal so ein kleines Icon, wo eine Zahl oben drüber steht. Und das ist quasi die Anzahl der Antworten, die eingetroffen sind. Und ich denke, vielleicht kriegen wir die 10 voll, dass wir einfach hier eine zweistellige Zahl erreichen. Und dann würde ich hier die Antworten zeigen. Also gerne der ein oder andere, der noch nicht dabei ist, sich einloggen unter menti.com und oben in der Zeile steht eben der Code auch nochmal, das ist die 69453598. Auch die LinkedIn-Gemeinde, also hier kann jeder mitmachen. Ihr müsst nicht im Zoom direkt hier drin sein, auch über die Streamings lässt sich hier gut teilhaben. Okay, wir haben 8. Ich würde sagen, wir starten direkt mal, gucken wir es uns an. Also wir sehen hier die Branchen E-Commerce, Unternehmensberatung, Podcast-Events, Video-Thema, Maschinenbau, Executive-Beratung, IT-Consulting. Also so ein bisschen Schwerpunkt kann man schon mal sagen hier Beratung. Das kam zweimal vor. IT, wenn man E-Commerce da auch noch weitestgehend dazu zählt. Also aber schon sehr bunt verteilt. Also wir sehen, wir haben das Thema Wissensmanagement scheint wirklich alle zu interessieren. Da gibt es keinen Branchenschwerpunkt, der jetzt, sage ich jetzt mal, hier sehr stark vertreten ist und andere weniger, sondern wir haben eine sehr schöne bunte Vielfalt an Branchen, an Tätigkeiten und Bereichen. Das ist perfekt, weil wir denken auch, dass es wirklich für alle relevant ist, das Thema Wissensmanagement. Uns würde natürlich interessieren, im nächsten Schritt mal, welche Tools nutzt du für deine Informationssammlung, für Strukturierung etc., also alles, was mit deinem Wissensmanagement zusammenhängt. Und gerne auch schon KI-Tools, falls du auch schon KI-Tools nutzt für deine Informationssammlung, Strukturierung oder weitere Tätigkeiten im Bereich des Wissensmanagements, dann nennen uns gerne diese. Ja, da kommen schon die ersten Antworten rein. Auch hier denke ich, wir warten noch ein bisschen, bis die Antwortzahl sich ein bisschen weiter füllt. Eine haben wir aktuell und vielleicht kommen noch die ein oder andere mit dazu. Das war einfach so ein bisschen, hier kommt schon die zweite, sehr schön. War einfach so ein bisschen sehen, wer schon mit welchen Tools hier unterwegs ist. Also wie gesagt, es müssen nicht nur KI-Tools sein, das können alle Tools sein. Also mit was arbeitet ihr quasi heute schon in der Wissensmanagement, im Wissensmanagement-Bereich? Welche Tools nutzt ihr da und
wenn KI-Tools dabei sind, natürlich gerne auch her damit. Aber dass wir einfach so ein erstes Bild hier gemeinsam im Plenum finden. Wir haben auch ein bisschen Zeitversatz, müssen wir ein bisschen drauf achten, Christopher. Okay. Weil ja. Später die Inhalte kriegt, also warten wir noch ein bisschen. Okay, kann ich gerne machen, das ist kein Thema, dass wir einfach hier so ein bisschen. Können, ne? Obwohl online müssten sie es eigentlich fast zeitversetzt wahrnehmen können über Genau. Okay. Ja, aktuell sind wir bei 7 Antworten, 8 Antworten sind jetzt reingekommen. Und ja, ich weiß es nicht. Hast du, Thomas, LinkedIn im Blick? Siehst du, was da so übertragen wird? Inwieweit? Das ist immer ein bisschen ein Problem, weil sich das nicht automatisch aktualisiert. Okay. Wir haben auch jetzt beim letzten Mal auch ein bisschen Probleme gehabt mit dem Posten. Bei manchen ging es nicht. Also da gibt es doch ein paar Baustellen bei LinkedIn, glaube ich. Ja. Also was? Okay. Aber ich habe es im Blick, LinkedIn läuft gut. Okay, super. Alles drin, ja. Okay, dann würde ich sagen, glaube ich, kann ich mal die Antworten hier anzeigen. Schauen wir einfach mal, Milanote gibt es hier, OneNote, Evernote, ChatGPT, also da ist jemand auch schon mit einem KI-Tool unterwegs, ChatGPT wird hier mehrfach genannt, 3 Nennungen insgesamt, wenn ich das richtig überblicke, MindManager, DeepL, auch wieder ein Tool, was mit KI arbeitet, Confluence, Daylight, also schon ein sehr schöner, bunter Blumenstrauß. Was sich so ein bisschen von der Tool-Gattung abzeigt, sind die Notiz-Tools, würde ich jetzt mal sagen, weil Evernote, OneNote so typisch in die Bereiche Notizen-Organisation fällt und ChatGPT auch quasi hier mehrfach vertreten. Also hat sich anscheinend auch schon sehr gut hier etabliert für das ganze Management im Wissensbereich. Ja, wir haben auch selber, sage ich jetzt mal, diese Wahrnehmung, dass wir sehr stark auch mit dem ChatGPT im Wissensmanagement-Bereich arbeiten und würden heute auch nochmal verschiedene Tools und auch Methoden zeigen, wo auch ChatGPT natürlich eine Rolle spielt. Sehr gut. Ja, nutzt du bereits ChatGPT im Wissensmanagement? Wir haben ja es gesehen, von den Antworten, die reinkommen, da gibt es schon welche, die es nutzen. Uns wird natürlich nochmal so ein bisschen hier die Details interessieren. Also wie häufig, also wenn jemand das nutzt, ob er es regelmäßig, super, da gibt es schon die erste Antwort mit regelmäßig, das ist super. Gibt es auch jemand, der es mal ausprobiert hat und gesagt, nee, aber weiter nutzen tue ich es nicht oder nutzt es derzeit noch gar nicht. Okay, da kommt die ausprobiert, super. Ab und zu haben wir jetzt auch schon eine Nennung. Von denen, die sich aber jetzt hier geäußert haben, gibt es niemanden, der es nicht nutzt. Also das ist spannend. Also es gibt eben da hier die größte Gruppe aktuell ist, die es mal ausprobiert haben, gefolgt von denen, die es schon regelmäßig nutzen und dann wiederum gefolgt von denen, die es ab und zu mal nutzen. Auch hier würde ich vielleicht nochmal die ein oder andere Sekunde warten, dass wir nochmal gucken, falls irgendwo noch ein bisschen der ein oder andere aus dem Streaming auch noch teilnehmen möchte. Und sich erst einloggen möchte, eben oben menti.com eingeben und dann hier oben sieht man quasi diesen Code. Und wenn ich den eingebe, dann bin ich quasi hiermit eingeloggt und kann auch meine Stimme abgeben. Alles völlig anonym. Wir wissen nicht, wer welche Stimme abgibt. Also macht gerne mit. Es ist keine große Hürde oder auch kein Aufdecken oder ähnliches, wer welche Antwort gegeben hat. Ja, das Bild hat sich so ein bisschen nochmal ergänzt, ab und zu und regelmäßig hält sich die Waage und mal ausprobiert ist quasi hier die Mehrheit. Es wächst jetzt nochmal so ein bisschen, also es zeigt, dass ChatGPT so im Wissensmanagement schon erste Versuche unternommen wurde, das ist so die Mehrheit und gefolgt aber schon direkt von denen, die es regelmäßig oder ab und zu nutzen, also dieses quasi schon als geplanten Einsatz in ihrem Wissensmanagementfeld benutzen. Ja, uns wird natürlich dann interessieren für denjenigen, die es ab und zu nutzen oder auch regelmäßig, wie nutzt ihr denn ChatGPT im Wissensmanagement? Also was ist da so die Anwendung, wie ihr dann ChatGPT hier in das Spiel bringt für das Wissensmanagement?
Ja, das wird mit Sicherheit vielleicht noch ein bisschen dauern, bis die ersten Antworten, da kommen aber schon die ersten, weil wenn man das beschreibt, muss man natürlich ein bisschen mehr schreiben als nur ein Stichwort oder als, sage ich zum einen Tool, was man nennt. Deswegen warten wir hier auch noch, aber vier Antworten sind schon reingekommen, also da passiert schon was super. Erstmal vielen Dank für die Beitragenden bisher und auch aktuell bei dieser Frage für eure Antworten. Es ist super, dass ihr uns das hier im Publikum mit uns allen teilt und wir so ein bisschen gemeinsam dann unsere Erfahrungen oder beziehungsweise auch unsere Einsatz- und Tool-Szenarien hier austauschen. Und ich warte vielleicht noch den einen oder anderen Moment, falls der ein oder andere noch ein bisschen tippt an seiner Antwort, bevor ich hier dann quasi in die Anzeige der Antworten reingehe. Aktuell sind wir bei fünf Antworten, die eingetroffen sind. Ich denke, ich warte noch so einen ganz kurzen Augenblick und dann gehe ich in das Aufdecken der Antworten. Schauen wir uns mal an, was so Artikel verfassen, sehr spannend. Recherche, Voruntersuchung eines Themas, Recherche und Zusammenfassung und Hitlisten zur Textgenerierung und zur Zusammenfassung von Übersetzungen von längeren Texten. Also hier so ein bisschen Schwerpunkt, der sich schon mal andeutet, ist Zusammenfassung. Das ist ein Szenario, was wir heute auch noch mal mitgebracht haben, wo wir auch noch mal so unsere Erfahrungen teilen und auch ein bisschen vorführen. Voruntersuchung eines Themas kann ich auch voll teilen. Auch nutzen wir auch in diesem Bereich Recherche auch, was ja sich dann schon wieder mit der Voruntersuchung quasi auch deckt. Also könnte man auch unter Recherche. Also Recherche, Zusammenfassung ist hier der große Schwerpunkt. Artikel verfassen ist auch noch mit dabei, aber so der Klumpen quasi hier von der Vertretung ist das Thema Recherche und Zusammenfassung. Ja, sehr schön. Dann erstmal vielen Dank für eure Antworten, dass ihr hier eure Einsatzszenarien mit uns geteilt habt. Und dann springen wir einfach hier an der Stelle mal wieder zurück und gehen in unser Präsentationsdeck. Und an der Stelle übergebe ich dann auch an den Gerald, der uns hier in dem Bereich Information Overload noch einige schöne Zahlen und Erfahrungen mitgebracht hat. Ja, vielen Dank, Christopher, und Servus an die Runde. Ja, dieser Information Overload ist ja im Wesentlichen so die Kernursache, warum wir uns als Einzelpersonen mit Fragen des Wissensmanagements oder besser gesagt des Informationsmanagements beschäftigen. Also eigentlich reden wir ja über Informationsmanagement. Das heißt also, das ist ja so ein dreiteiliger Prozess. Als erstes muss ich die relevanten Informationen finden. Zweitens muss ich die irgendwie strukturieren in meinem Kopf, damit es Sinn ergibt, also Informationen in einen Kontext setzen. Und drittens denn daraus etwas Neues machen, also eine Handlung beispielsweise tun. Ganz einfaches Beispiel, wenn die Kette meines Fahrrads abgesprungen ist und ich weiß nicht, wie diese Kette da drauf kommt, bei so einer 30-Gang-Schaltung beispielsweise, gucke ich ein YouTube-Video und dann werte ich das aus, also unbewusst, gucke, okay, welche Informationen sind da relevant, dass ich diese Kette draufkriege. Zweitens muss ich das strukturieren in meinem Kopf, weil das Video hat nur 27-Gang-Schaltung gezeigt. Ich habe aber eine 30-Gang-Schaltung. Also muss ich das neu reinsetzen und dann anwenden und gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, ist es auf jeden Fall ein neues Wissensbestandteil. Funktioniert es nicht, ist es ein ja, Worst Case, was ich schnell wieder vergessen kann, aber was sich dann häufig bei uns Menschen dann doch häufiger abspeichert als die positiven Ergebnisse. Das ist interessant. Also speichert sich mehr das Negative ab als das Positive. Das nur so am Rande. In einer anderen großen Veranstaltung für einen großen Konzern hatte ich Führungskräfte mal am Start und da haben wir mal gefragt, die also ganz deutlich gesagt haben, also bei uns im Konzern ist das, haben wir einen unglaublichen digitalen Stress, immer mehr Informationen, immer mehr Tools. Und das war vor der Zeit von ChatGPT. Ne? Also es war ich glaube, August, Juli, August oder so etwas im letzten Jahr. Und damals habe ich die Frage gestellt, okay, wie häufig erfährst du denn eigentlich täglich diesen digitalen Stress in deinem Business? Und da gab es eine einfache Skalierung. Die meisten sagten halt, also von 94 Menschen, die daran teilgenommen haben, sagten mehr als die Hälfte. Ja, das kommt schon häufiger als dreimal die Woche vor. Das soll eigentlich für uns nur eine Orientierung geben. Wie ist es denn bei mir? Gehöre ich jetzt auch zu dieser blauen Säule oder gehöre ich vielleicht zu den anderen, die sagen, ach, ich habe überhaupt keinen Stress. Ich habe drei Bildschirme, ach, drei ist viel zu wenig. Ich stelle noch zwei um mich herum, am besten hinter mir.
Das ist dann noch viel, viel cooler, weil dann bin ich einfach sowas von totally informed, dass ich ganz, ganz vorne weg bin. Aber ja, richtig, 5 Bildschirme ist super cool. Aber die Informationen müssen ja dann nicht nur geliefert werden über die Bildschirme, Phase 1, sondern sie müssen ja auch noch strukturiert und dann auch noch in den richtigen Kontext umgesetzt werden. Und dann wird es schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit diesen 5 Bildschirmen. Dafür reicht oft auch einer. Also für all die, die nur einen Bildschirm haben, alles ist gut. Ja. Wenn wir weitergehen, haben wir eine zweite Frage gestellt. Ja, was tue ich denn jetzt eigentlich gegen diesen sogenannten digitalen Stress? Wir haben ja jetzt bei der Befragung schon gesehen, einige nutzen ChatGPT, um damit bestimmte Aktivitäten zu vollziehen. In der Regel aber nicht, um damit den Stress zu verringern, sondern was passiert ist, das sind so die ersten Erfahrungen, dass wenn ich solche digitalen Tools nutze, die also generativ auch noch Text produzieren, sogar die Komplexität noch erhöhen, also die Informationsdichte sogar noch erhöhen, weil wir wissen, das ist nicht immer so alles super korrekt, was die da rausschmeißen aus der ChatGPT-Anwendung. Also man muss schon selber auch immer wieder drauf gucken und dann hast du den Generierungsaufwand, du hast den Checkaufwand und dann musst du ihn auch noch in die entsprechende Handlung wiederum übersetzen. Die Frage war denn bei den Führungskräften, die meisten machen Sport. Das fand ich interessant. Also wer denn von den 5 Bildschirmen und 12 ChatGPT-Anwendungen denn total durchgenervt ist, der schaltet einfach ab und geht raus und betätigt sich körperlich. Ja, und das ist natürlich dann auch schon die Top-1-Anwendung, die auch wirklich als körperlichen Ausgleich zu der kognitiven Anforderung und intellektuellen Anforderung perfekt ist. Dem ist nichts mehr zuzuführen. Manche schalten auch einfach ab, haben die gesagt. Manche machen Pausen, einige machen sogar Yoga. Und die allermeisten sagen, okay, ich lege einfach das Handy weg, dann habe ich auch so sozusagen meine bei den Informationen. Also sehr, sehr individuelle Empfehlungen, die jeder so für seinen Alltag ganz individuell identifiziert, ausprobiert, für gut befindet und praktiziert oder halt weniger oder mal mehr praktiziert. Wir sehen aber drumherum in dieser Cloud-Wolke, in dieser Wortwolke, es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere Geschichten. Interessant ist hier, dass eigentlich kaum Tools genannt werden. Das finde ich eigentlich interessant. Da wird zwar gesagt, okay, eine bestimmte Anwendung einschalten oder bestimmte Anwendung ausschalten oder so etwas, also so die Hardcore-Antwort, ja oder nein, 0 oder 1. Aber es gibt eigentlich kaum Antworten. Das finde ich interessant, weil alle Führungskräfte haben in den persönlichen Gesprächen dann darüber sich ausgelassen, muss man schon sagen, dass sie den ganzen Tag vor irgendwelchen Bildschirmen hängen, den ganzen Tag Informationen kriegen und den ganzen Tag eigentlich letztendlich gar nicht sammeln, nicht speichern, nicht strukturieren. Kennen wir alle. Wir haben unsere E-Mails. Wir lassen diese E-Mails über, was weiß ich, Jahre dann auf den E-Mail-Servern herumliegen. Und wenn ich irgendwas suche, dann speichere ich an mir nicht immer vorab die PowerPoint oder was für ein Dokument ich immer kriege, dann ab, sondern ich lasse es da drin und dann suche ich doch lieber die PowerPoint in meinem E-Mail-Account, was dazu führt, dass ich mich manchmal wirklich totsuche und es dann doch nicht finde. Die wenigsten speichern es in einer sauberen Ordnerstruktur beispielsweise ab, hierarchisieren es mit Datum, machen vielleicht sogar eine Versionierung des Dateinamens und so weiter, was dann letztendlich wiederum ja nur das Schaffen einer Struktur ist, einer individuellen Struktur, um schnell Informationen wieder zu finden. Gerade Führungskräfte machen das am allerwenigsten, weil die einfach viel zu viel Gedöns, viel zu viel Informationen zu verarbeiten haben. Ja, und dann kommen wir in den dritten Punkt, denn wir wissen aus der Forschung, dass diese Informationsüberlassung, diese Informationsüberforderung und ein nicht ausgewähltes und praktiziertes Wissensmanagement dazu führt, dass das unsere Produktivität beeinflusst. Das ist interessant. Das heißt also, ja, wir brauchen die digitalen Informationen über Videotext, wie ChatGPT, however. Die nehmen wir auch an und so weiter. Aber wenn wir das jetzt mal auf die Stunden pro Arbeitstag herunterrechnen, geht das nur nicht für die gesamte Arbeitszeit, sondern nur für einen Teil der Arbeitszeit. Wie viel das genau ist, ist sehr individuell abhängig von der eigenen Disposition, von dem eigenen Tempo, von dem eigenen Bearbeitungstempo, von dem eigenen intellektuellen Tempo, von dem eigenen Speichertempo und der Kapazität. Also manche können sich einfach sehr viele Informationen über den Tag merken, ohne irgendwas zu notieren.
Andere sehen eine E-Mail, gucken und wissen 2 Sekunden nicht mehr, was da eigentlich drin stand. Also so diese beiden Extremer. Darum kann man das nicht so für jeden und pauschal in Stundenzahlen ausdrücken. Aber es gibt einen Grenznutzen dieser Verarbeitungsqualität. Und da wissen wir, da liegt ungefähr so in Zeitphasen von 45 bis so 120 Minuten, je nach Typ. Sehr, sehr, sehr individuell. Das heißt also, die meisten machen dann halt in diesen Phasen dann ihre Pausen, beziehungsweise wenn man Tools nutzt, kann man diese Pausen sogar noch aktiv nutzen, um dann Informationen dann auch zu speichern und zu strukturieren. Last but not least sehen wir dann, dass diese Informationen, die auf uns eindröschen, sehr unterschiedliche Facetten der Wahrnehmung nehmen. Das ist zum Glück sind wir Menschen und keine Roboter, wo alles gleich sein könnte bei Robotern. Bei uns Menschen ist es sehr, sehr individuell. Deswegen ist die Wahrnehmung auch sehr individuell. Ne? Also sehr belastbare, sehr resiliente Menschen, die vielleicht auch in so einem Wissensmanager-Job sind, wie so an Unis oder Autoren oder Berater, die den ganzen Tag Informationen verarbeiten müssen. Die sind damit vielleicht ein bisschen resilienter, während andere schon sehr schnell überfordert sind, wenn dann ein PDF-Anhang an der E-Mail hängt mit irgendwie 30 Seiten. Und dann mit der Bitte des Chefs, doch das bitte mal schnell zu lesen und in 10 Minuten mal ein Feedback dazu zu geben. Die FH Oberösterreich hat dazu 2019 und 2020 eine Studie gemacht, die dann unter dem Link hier auch entsprechend abzurufen ist, oder ihr gebt das einfach bei Google ein. Und da sind die 3 häufigsten oder 3 wichtigsten genannten: Stresswahrnehmung, eine gestörte Work-Life-Balance. Das heißt also, was wir eingangs ja auch schon in der Vorbesprechung hatten, zu viel ChatGPT macht dich einfach auch gaga. Also das heißt also, wenn du den Technologien blindlings vertraust und dann auch sehr viel am Tag damit arbeitest, verlierst du häufig dann auch deine körperliche Seite, du verlierst deinen Ausgleich und so weiter. Und ich kann ja sagen, mir geht es aktuell auch gerade so. Also da muss man schon ein bisschen drauf aufpassen. Zusätzlich wächst auch der soziale Druck in der Kommunikation, wenn alle mit denselben Tools arbeiten. So ein Großkonzern, der beispielsweise Microsoft Teams hat, das ist ja Wahnsinn, wirklich. Ich nenne jetzt nicht den Namen des Konzerns, aber da kriegt jeder irgendwo alles. Und da bist du total überfordert. Und wenn du nicht antwortest, spürst du diesen sozialen Druck, auch antworten zu müssen. Also das ist schon nicht so einfach. Auch da muss man individuell und organisatorisch gucken, wie man damit umgeht. Und last but not least ist es dann aber auch, dass diese Stresswahrnehmung einherkommen, wenn neue Tools eingeführt werden, deren Nützlichkeit und Mehrwert für den Anwender nicht erkennbar ist. Auch dann entsteht für diese Nutzer sehr viel Stress. Und der letzte Punkt, das ist der Übergang. Wir wollen so ein bisschen Orientierung jetzt in der im Praxisteil geben und uns euch 2, 3, 4 Tools zeigen und euch zeigen, welche Nützlichkeit es haben kann. Was aber auch bedeutet, das muss man individuell für sein Business entscheiden. Deswegen geben wir hier jetzt erstmal im Weiteren ein paar Impulse und ihr müsst entscheiden, okay, ist das was für euch? Ja, das heißt, unser Punkt der Live-Demo ist gekommen und wir zeigen einfach mal ein paar Tools. Und wir hatten ja am Anfang auch schon erwähnt, es geht vor allem um das Thema, auch nicht textliche Inhalte gut zu erfassen und mit denen zu arbeiten. Und das wäre so auch unsere erste Demo, die wir für euch mitgebracht haben. Das heißt, wir schauen, wie kann ich denn beispielsweise mir die Wissensquelle der Podcasts erschließen. Also Podcasting ist ja ein Thema, was sehr im Trend liegt. Die Anzahl der Podcasts ist gestiegen, aber auch die Nutzung der Podcasts hat sehr, sehr stark zugenommen. Und dementsprechend gibt es da auch eine Vielfalt an Angeboten, aber auch sehr interessante Formate. Und es ist aber nicht so, dass die Podcasts automatisch in den Google-Suchergebnissen schon transkribiert auftauchen, sondern ich muss mir die selber erschließen. Und einen Podcast zu hören bedeutet heute, wenn ich es ganz klassisch mache, wenn der Podcast 1 Stunde geht, brauche ich auch 1 Stunde Zeit, um den einmal anzuhören, weil ich ja nicht den Podcast überfliegen kann im klassischen Sinn wie ein Textdokument, was ich vor mir liegen habe. Und genau das ist der Punkt, wo es eben auch schon ganz schöne KI-Lösungen gibt, um uns hier zu helfen. Ich habe hier mal Listen Notes mitgebracht. Listen Notes ist wie so eine Art Podcast-Suchmaschine. Mit dieser Podcast-Suchmaschine habe ich die Möglichkeit, mir einen bestimmten Podcast rauszusuchen, wie jetzt unser Podcast zum Beispiel, unser KI-News-Talk. Und dann sehe ich hier, sind die einzelnen Folgen aufgelistet. Und was ich hier
bei der Listennotes als Funktion habe. Es gibt aber auch andere Portale, die das anbieten. Ich kann mir die einzelnen Folgen hier einfach runterladen, die Audioversion. Das heißt, ich gehe einfach drauf, sage Download Audio, dann schließt er das hier entsprechend an und es wird runtergeladen. Das ist quasi so recht simpel. Also ich kann hier dann auch nochmal eben hier runterladen. Ihr seht es hier, mir quasi damit dann das Ganze ziehen. Ich springe mal nochmal zurück, dass ihr das seht. Also Listen Notes, wie gesagt, hier mit der Funktion Download Audio habe ich eben dann mir die Möglichkeit, erstmal das Dokument, also den einzelnen Podcast als Audiodokument herunterzuladen. Der kommt dann als MP3 daher. Und damit habe ich dann das wichtigste Ausgangsmedium in der Hand. Also ich habe das Soundfile und kann mit dem Soundfile weiterarbeiten. Das heißt, ich würde jetzt so einen Dienst, also zum Beispiel Sonix ist, was wir immer wieder sehr intensiv nutzen für solche Dinge, mit dem würden wir jetzt in den nächsten Schritt der Verarbeitung gehen. Das heißt, wir nehmen unsere Datei und laden die hier hoch. Das funktioniert recht einfach. Ich habe hier den dicken Upload-Button, sagt, dass es ein normaler Track ist. Und hier habe ich, ihr seht es auch, die Möglichkeit, sogar YouTube-Videos zu transkribieren, kann aber auch Zoom direkt hier anschließen, um Transkriptionen auszuführen. Also ich habe hier eine ganze Menge. Und würde jetzt einfach diese Datei hier einbringen. Das heißt, ich nehme meine Datei und ziehe die einfach mal hier kurz hier drauf. Und dann seht ihr, dann startet hier quasi der Upload schon mal. Und ich werde hier gefragt, okay, ist es jetzt, welche Sprache ist denn die Sprache des hochgeladenen Soundfiles? Und kann dann hier aus den Sprachen wählen. Hier ist bei mir jetzt schon Deutschland voreingestellt, weil das kann ich in den Tool so festlegen. Und habe dann hier die Möglichkeit, Transcribe in German zu wählen. Und dann fängt das Tool an, hier die Transkription dieses einzelnen Audios-Files auszuführen. Was ist Transkription? Transkription ist nichts anderes als Verschriftlichung. Also ihr könnt euch das so vorstellen, früher hat es, sage ich jetzt mal, klassisch noch so einen Sekretärin-Job oder ähnliches gemacht, also oder jemand, der eben zuständig war, die beispielsweise im Medizinumfeld diktierten Arztbriefe, eben dann diese Diktate abzuhören und diese Briefe runterzutippen. Und hier dieses Transkriptieren, also dieses Verschriftlichen der Audiospur, das ist eben ein Feld, wo die KI sehr, sehr stark geworden ist in den letzten Jahren. Auch OpenAI, also die Organisation hinter dem ChatGPT, ist da sehr stark mit dem WhisperNet, wo die sehr viele Fortschritte auch schon gemacht haben in der Akkuratität der einzelnen Transkriptionen, also in dem guten Ausgabe, dass die Maschine das wirklich alles richtig versteht. Und was ihr dann als Ergebnis erhaltet, ich springe dann einfach mal rein, wenn es fertig transkribiert ist, sieht es dann so aus, dass ihr quasi hier auch schon erkennt, dass es mehrere Speaker war. Also der Gerald und ich haben hier unseren Podcast gerade gestern zum Microsoft-Event aufgenommen, haben den gestern auch veröffentlicht. Und hier seht ihr schon, dass ihr automatisch erkennt, es gibt zwei Speaker und die auch schon zuordnet, immer wieder mit Speaker 1, Speaker 2. Also das Tool, das schon sehr, sehr gut kann. Ich habe dann die Möglichkeit, hier Notizen hinzuzufügen. Ich kann hier auch entsprechend das markieren, dass ich das schon durchgearbeitet habe und kann dann quasi mit der Transkription hier weiterarbeiten. Ich kann die Transkription, wenn ihr beispielsweise eine Transkription habt, die auf Englisch ist, dann habt ihr zusätzlich hier noch die Möglichkeit, das hier unter dem Tools-Bereich sogar die Transkription schon zusammenfassen zu lassen. Im Deutschen gibt es das leider aktuell noch nicht, aber ich vermute mal, dass das bald kommen wird. Deswegen würden wir jetzt den nächsten Schritt so machen, also so ist unser klassischer Arbeitsablauf, dass wir uns das Ganze runterladen. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten der Ausgabe. Ihr seht, ich kann mir das als Word-Dokument, als Textdokument, als PDF und so weiter runterziehen und dann weiterverarbeiten. Ich würde es jetzt einfach mal als Textfile hier runterziehen, sodass ich das quasi hier als Download bekomme. Und dann seht ihr, startet der Download und ich kriege das Ganze dann als Textfile hier unten, seht ihr aktuell, ausgeliefert. Ja, und wenn ich, ja, da ist eine Frage. Ja, Hand gehoben. Du hast jetzt letztendlich dann drei Tools. Kannst du was zur Kostensituation sagen? Also du hast ja mit dem Listen angefangen und jetzt ist es. Genau, also das Listen Notes ist umsonst. Also Listen Notes gibt es ein paar Zusatzmodule, wenn ich spezielle Suchen speichern möchte, die ich immer wieder ausführen möchte oder filtern möchte, dann
muss ich da quasi was bezahlen. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein Gratisdienst. Dann brauche ich auch keine Registrierung oder ähnliches. Ich kann einfach ListenNotes aufrufen und dann anfangen, meine Suchen auszuführen. Das zweite Tool hier, das Transkriptionstool Sonix AI, ist ein Tool, wo ich entweder ein monatliches Abo mir hole oder alternativ mir Stundenkontingente kaufen. Ich kann jetzt allerdings nicht konkret sagen, was die Stunde aktuell dort kostet. Aber es sind jetzt keine riesigen Beträge. Ich würde jetzt einfach mal sagen, eine Stunde kostet vielleicht $10 oder ähnliches. Ja, also 20? Okay. 10. Genau. Also das ist jetzt auch eine überschaubare, weil wenn ihr guckt, jetzt so ein Transkriptionsvolumen, was wir jetzt hatten, waren 36 Minuten. Also ich könnte schon zwei Podcasts hier quasi verarbeiten. Also viele Podcasts sind so grob eine halbe Stunde, ist so ein typischer, sage ich jetzt mal, Zeitraum. Also ist jetzt nicht ein Rieseninvest, den ich da tätigen muss, weil wenn ich die Arbeitszeitersparnis hier sehe, die ist ja schon sehr, sehr enorm. Also wenn ich mir das anhören müsste, hätte ich ja im Zweifel locker mal eine gute Stunde allein mit runterladen oder suchen und dann anfangen anzuhören. Vielleicht werde ich nochmal unterbrochen oder so, kann ich rechnen. Hier das Transkribieren geht sehr schnell, kann im Hintergrund ausgeführt werden und dann kann ich wirklich tatsächlich schon den Text überfliegen. Wir gehen sogar dann ein Schrittchen weiter. Das heißt, wir nutzen den nächsten Dienst, auch der ist umsonst dann jetzt wie ListenNotes, GetDigest. Und in GetDigest würden wir jetzt einfach unseren Text hier einbringen. Ich kann den beispielsweise reinkopieren. Ich kann auch das Textdokument hier hochladen. Ich würde jetzt einfach mal das Transkript hier reinpacken. Und dann seht ihr, das ist der Text, den ich runtergeladen habe. Der wird jetzt hier quasi schon zusammengefasst. Das geht riesig schnell. Und ich kann hier noch die Menge der Zusammenfassung angeben, ob ich 15%, 25% und so weiter. Wir machen es jetzt beispielsweise, wenn wir weiterverarbeiten, das Ganze gehen wir eher so auf 55%, kopieren uns hier dann das Ergebnis raus und würden dann im nächsten Schritt in ChatGPT reingehen und diese Zusammenfassung, die man hier jetzt hat, nochmal schön aufbereiten lassen. Das heißt, man lässt sich diese Zusammenfassung nochmal sauber aufbereiten, indem man sagt, okay, fasse den nachfolgenden Text zusammen, mache eine Highlight-Zusammenfassung plus eine Aufzählungszusammenfassung, formatiere das Ganze noch mit Emojis und dann habe ich eine sehr schöne insgesamt Zusammenfassung von dem Ganzen. Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe das jetzt, ich gucke jetzt gerade nochmal, genau, hier habe ich das. Und so wäre quasi dann das Ergebnis, was ihr jetzt hier sehen könnt, so würde das dann aussehen, dass er mir hier aus dem ganzen Transkript, was ich rausgezogen habe, schon zwischen zusammengefasst habe, hier eine kurze Gesamtzusammenfassung macht, plus nochmal die Highlights aufzählt und das mit Emojis versieht, sodass ich quasi hier eine sehr schön aufbereitete Zusammenfassung von dem Podcast habe. Das ist jetzt Das kommt ja von unserem Podcast, den wir ja gestern gemacht genau, haben. Genau, richtig. Wir können das ja genau, auch inhaltlich richtig. Qualitativ auch wirklich überprüfen, weil wir wissen, genau. Was wir da geredet haben. Und das passt sehr gut, ja. Absolut. Also waren selber erstaunt. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier für die Zusammenfassung schon GPT-4 benutzt. Also ich bin jetzt hier auf das neueste Modell gegangen. Man merkt schon, gerade bei solchen Tätigkeiten ist GPT-4 schon nochmal ein Stückchen besser, weil es einfach so die Relevanz der Umfeldinformation gut zusammengeführt bekommt. Aber auch GPT-3 kann quasi diese Grundsystematik mit den Icons und so, das kann ich alles mit GPT-3, 3.5, je nachdem, mit welchem Modell ich arbeite oder ob ich im Playground von OpenAI bin, das kann das alles schon. Es ist jetzt nicht, es ist einfach noch ein bisschen feiner, sage ich jetzt mal, das Textmodell 4 macht noch ein bisschen besseren Feinschliff auf das Ganze in sich konsequenter. Ja, das ist so unser Workflow, wie wir hier arbeiten und der sehr gut funktioniert. Ihr fragt euch vielleicht jetzt noch an der Stelle, warum haben wir noch so einen Zwischenschritt mit GetDigest? Das ist einfach so, dass ich ja nicht so eine große Textmenge hier in den GPT-Chat reinballern kann. GPT-4 kann schon mehr, aber es wird trotzdem nicht reichen, um so ein gesamtes Transkript hier reinzupacken. Und deswegen diesen Umweg über GetDigest, um das einfach so hier dann für die einzelnen Tools mundgerecht herzustellen. Ja, so viel mal zu unserem Workflow hier, wie wir quasi die Nicht-Text-Dokumente oder Nicht-Text-Inhalte oder Medien hier in Audioform verarbeiten und auch selber das für unsere Podcasts nutzen. Ja, dann würden wir mal weitergehen. Gerald hat auch noch mal spannende Dinge mitgebracht. Dann schauen wir uns das mal an, Gerald, oder? Ja, gerne. Ich möchte aber hier noch ergänzen, weil der Workflow
muss jetzt hier nicht zu Ende sein. Ja, jetzt habe ich da schöne Emojis und ein bisschen zusammengefassten Text und so weiter. Die Frage ist tatsächlich, was mache ich jetzt damit? Ne? Und das Erste, was einem einfällt, natürlich, ich kann das für meine Social Media Marketing nutzen. Das heißt also in den sozialen Netzwerken posten, mir dann von Midjourney oder Dolly 2 oder einfach ein Stockbild nutzen, um das dann noch zu visualisieren. Was wir noch machen, ist jetzt seit geraumer Zeit, dass wir aus diesen Texten wieder mit einer KI automatisierte Videos produzieren, zwar so reine Informationsvideos, die so 30 bis 60 Sekunden maximal lang sind, und geben dann in den sozialen Medien diesen Text plus das Video mit hinein, und das läuft wie geschnitten Brot. Das ist also wirklich dann eine super Waffe, weil die Menschen sich entweder den Text oder das Video angucken oder manche beides. Und das erhöht natürlich die Watchtime, was so Business-Netzwerke wie LinkedIn natürlich dann messen und natürlich dann besser ausspielen. Ne? Wenn die Watchtime höher ist, wenn Menschen sich deinen Post länger angucken, wird es natürlich häufiger und weiter nach oben ausgespült. Nur mal so als kleiner Inside-Tipp dieser ganzen Geschichte. Okay, ich gebe Bildschirm frei, und zwar möchte ich auch noch ein bisschen was zeigen. Und zwar gebe ich auch meinen Browser mal frei. Christopher hat jetzt das Thema Audio gezeigt. Das ist schon sehr, sehr cool. Und die Transkriptionsqualität mit dem genannten, mit den gezeigten Tools, die ist schon wirklich absolut exzellent. Es gibt noch weitere. Man sieht deutlich, dass sich in den letzten anderthalb Jahren der Output wirklich absolut professionalisiert hat. Ne? Was wir jetzt gesehen haben bei Sonics, das Transkript, das ist einfach 1A. Also da muss man einfach Geld zahlen, um einfach diesen Support zu stützen, weil das so eine gute, so ein guter Output ist, der wirklich absolut fehlerfrei ist. Super. Ich mache jetzt ein bisschen Video und wir gucken mal in den Videobereich hinein. Wo fange ich an? Das wollte ich jetzt gar nicht zeigen hier. Wir fangen an bei einem Tool. Ich bin jetzt hier im Chrome-Browser von Google. Warum? Weil es die meisten KI-Plugins einfach für den Chrome gibt. Manche entwickeln auch für Safari, Edge, Firefox und so weiter. Aber die allermeisten, es wird immer primär von allen KI-Software-Anbietern in der Regel das Plugin, wenn sie eins machen, dann für Chrome angewandt. So beispielsweise auch dieses Teil hier, das heißt ChatGPT for YouTube. Und zwar der Use Case sieht so aus, wir sehen von der Watchtime, dass wir in Deutschland ungefähr zwischen 5 bis 7 Stunden täglich YouTube gucken. Das sind natürlich Filme, das sind Dokumentationen, das ist alles Mögliche. Wir im Business-Bereich gucken aber YouTube, um uns schnell zu informieren über Business-Themen, um schnell auch Impulse zu bekommen, die wir für die eigene Arbeit nutzen können. Manche klauen vielleicht auch ein wenig. Wie auch immer, die Impulse sind bei YouTube wirklich vielfältig, vor allem auch im Business-Bereich. ChatGPT für YouTube hilft dir, gerade längere Videos schneller zu erfassen und Informationen schneller und zusammengefasster zu bekommen. Und das möchte ich ganz, ganz kurz mal demonstrieren. Ich habe mir mal ein Video ausgesucht von einer Kollegin, von der Gabriele Vollmer, die im Bereich Wissensmanagement Vorlesungen macht und die das dann auch immer mal wieder in YouTube dann auch hochlädt. Und hier haben wir eine Zusammenfassung des Videos schon, einer Vorlesung von nur 6 Minuten, die sonst 2 Stunden dauert. Und ich will jetzt mal gleich einen Reload machen. Und bevor ich den Reload mache, schaut mal, hier gibt es hier oben meine ganzen oder eine ausgewählte Anzahl von angezeigten KI-Tools. Und eins davon ist das ChatGPT für YouTube hier oben rechts, also das Fenster rechts neben dem Video. Da sehen wir schon eine fertige Zusammenfassung. Und es sieht so aus, ich finde dieses Video, das heißt also, ich lade dieses Video. Das tue ich jetzt. Ich habe den Lautsprecher mal aus. Dann gucken wir mal auf die rechte Seite, was da passiert. Mit GPT 3.5 aktuell, soweit ich informiert bin, wird das Transkript dieses Videos zusammengefasst. Wenn ihr mal so schaut, von dem Ergebnis aus dem Podcast, sieht das so ähnlich aus. Also wir haben dann hier unsere Emojis, wir haben hier eine Kurzzusammenfassung, wir haben so eine kurze Spiegelstrichliste mit den Highlights. Nun wissen wir natürlich, dass solche Highlights auch immer sehr individuell wahrgenommen werden. Also für den einen ist das Bausteinmodell von Probst wichtig, für den anderen ist es jetzt eher
nicht wichtig. Nichtsdestotrotz versucht dann die KI, also das Sprachmodell, hier anhand des Transkriptes Wiederholungen und Muster zu identifizieren, beispielsweise in Form von Nennungen und so weiter und so von Häufigkeiten von Nennungen, Häufigkeiten von Begriffen und so weiter, im einfachsten Fall und im komplexen Fall, das halt in Kontexten wiederum auszuwerten. Insofern sind die Highlights hier schon auch logisch herausgearbeitet, aber in der menschlichen Weiterverarbeitung natürlich individuell. Ich kann das also jetzt hier nehmen und sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal diese Highlights hier raus, kopiere mir das in eine weitere Anwendung, in mein Word-Dokument, in meine Notizen, in was auch immer, beziehungsweise kann ja dann auch mir Notizen hier zu diesem Video auch selber noch erstellen. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich nutze es, oder wir nutzen es tatsächlich so, dass wir sowohl die URL des Videos als auch den Text sammeln in einem ganz einfachen Tool. Da könnt ihr Notes nutzen. Wir nutzen da unterschiedliche Tools. Ich ganz persönlich präferiere Evernote. Da ist dann alles drin. Und da strukturiere ich dann mit einem Tag, also einem Keyword, und das in einem separaten Verzeichnis. Und dann sind da immer diese neuen Themen dann entsprechend drin. Und wenn ich sie brauche, kann ich sie schnell finden und sie dann auch entsprechend weiter verarbeiten. Aber natürlich kann ich auch dieses natürlich nehmen und dann mit verschiedenen Tools dann auch wieder weiterverarbeiten, um daraus dann Kommunikation zu gestalten. Aber hier Achtung, Vorsicht, ich würde das nicht einfach so rausnehmen. Das sind jetzt 7 Punkte. Wenn ich das jetzt weiterverarbeiten wollte, beispielsweise in sozialen Medien, würde ich mir die 3 wichtigsten heraussuchen und nicht so stumpf einfach da alles rübergehen. Alleine, dass ich ja schon eine Auswahl über die wichtigsten nehme, ist dann wiederum eine Selektierung. Dazu einen eigenen kleinen Text geschrieben, habe ich einen neuen Kontext geschaffen. Somit bin ich also auch aus jeder Urheberrechtsfrage komplett heraus. Und kann damit auch wirklich neue Impulse setzen beispielsweise. Insofern macht das schon wirklich für die Kommunikation, auch gerade so in der Beraterszene, schon auch wirklich, wirklich Sinn. Also ein sehr, 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 sehr cooles Tool. Was können wir noch zeigen? Es gibt ein weiteres Tool, Summarizer, Summarize.tech, ist ein typischer Summarizer, also ein typischer Zusammenfasser. Von der User Experience hier, sage ich mal, wenn ich das Ding jetzt neu lade, sieht das wirklich so flach aus, wie es ist. Aber davon sollte man sich jetzt nicht beeindrucken lassen. Was die brauchen, ist der Link eines Videos, egal woher das kommt. Den ballere ich da rein und dann submitte ich das mal. Und dann können wir beobachten, wie der Fortschritt sich dann langsam entwickelt bei diesem ganzen Ding. Also schon auch relativ schnell, und wir sehen dann hier, dass das die Zusammenfassung von diesem Video mit diesem Hauptnamen ist, sehen das aber, dass es dann letztendlich nur in Englisch funktioniert. Also was brauche ich? Entweder übersetze ich selber oder ich will es in Englisch haben, oder wenn ich sage, okay, ich möchte es halt anders haben, dann gehe ich damit halt dann in das DeepL hinein. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und dann gebe ich euch dann mal den Text gleich in den Chat. Nein, da könnt ihr dann die Übersetzung dann im Original sehen. Und ihr seht dann, dass sowohl das Summarize-Ergebnis in Englisch und damit vor allem dann auch die KI-gestützte Übersetzung ins Deutsche schon überfliege, schon ziemlich grammatikalisch und sinnlich auch, also vom Sinn her auch ist. Und mit einer eigenen Bewertung. Der Referent warnt jedoch davor, dass die Einfachheit des Modells zu einer Übereinfachung durch die Organisation führen kann und so weiter. Also schon sehr cool. Was bedeutet das jetzt für mein eigenes Wissensmanagement denn im Konkreten? Ich habe jetzt Alternativen, ich könnte mir natürlich dieses Video anschauen. Wir sehen natürlich, dieses Video ist relativ textlastig. Ja klar, ist ja eine Vorlesung, ist ja keine Show von Dirk Kräuter oder sowas, sondern ich habe hier vor allem sehr viele Fachinformationen drin und ich kann sie mir jetzt zusammenfassen lassen, aber manchmal möchte ich auch einfach nur diese Fachinformationen haben, wie sie hier auf diesem Ding sind. Hier wird also dieses Modell von Probst im Wissensmanagement beschrieben. Und jetzt möchte ich aber nur diesen Text haben, weil ich ihn vielleicht genau exakt für meine Präsentation oder für mein Buch oder für meinen Artikel oder für meinen Social-Media-Post oder einfach für meine Notizen sammeln möchte. Das kriege ich jetzt hier so nicht heraus, weil, wie gesagt, das ist ja ein Summarizer. Gibt es ein anderes Tool, muss ich mal gucken, das ist der
Selector. SelectText heißt das, so heißt dieses Ding hier. Normalerweise erscheint da oben so ein, da ist er, genau. Dann erscheint in diesem Video hier oben dieses Symbol von Select. Da gehe ich dann entsprechend drauf. Und was macht der? Der guckt auf dem Video dann nach entsprechendem Text, und zwar nur nach Text. Ihr seht, das ist dann so leicht eingeframed hier. Und was ich machen kann, ich kann mir jetzt diesen Text hier nehmen und den markieren und kopieren. Der ist jetzt automatisiert in der Zwischenablage. Und auch das kopiere ich jetzt einfach mal in Chat hinein, dass ihr das Ergebnis seht. Es ist etwas umgebrochen, aber im Chat beispielsweise seht ihr das, wie es dann konkret dann auch hier aussieht. So, und auch für die LinkedIn-Gemeinde natürlich darf man nicht vergessen, ist hier der Text drin. Von Gunnar Sohn bei LinkedIn sehen wir gerade hier, gibt es auch noch Phonik, genau, das ist auch ein Tool, das wir auch getestet haben, macht auch automatisierte Transkription. Also es gibt mehrere Tools dazu. Das Tool Select Text findet ihr auch in dem Chrome Web Store hier und könnt das dann entsprechend dann kostenfrei auch installieren. Der Preis, weil das auch die Frage war, du hast 20 Credits im Monat frei. Das heißt, du kannst 20 Textkopien aus Videos machen. Heute habe ich jetzt also schon 2 gemacht, 2 von 20, das sieht man hier unten. Wenn du sagst, okay, du brauchst aber mehr, ist das relativ günstig, wie ich persönlich finde. Du kannst dir also 250 für 2 Dollar im Monat noch dazu kaufen und damit kannst du schon richtig Randale machen, was dann die Textgewinnung, also die gezielte Textgewinnung aus Videos selber angeht. Ein hervorragendes Tool für das persönliche Wissensmanagement, wie wir persönlich finden. Und ja, deswegen vielleicht auch ein netter Impuls für euch, das einfach mal zu installieren, auszuprobieren und zu gucken, wie das in eure persönlichen Business-Workflows denn zu integrieren ist. Soweit jetzt zum Thema Video. Dann haben wir eigentlich, habe ich noch was? Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Nö, also wir sind hier vollständig. Genau. Also man kann es noch erwähnen, das klassische Textauswerten aus Bildern, da gibt es eine Menge Apps für Smartphone. Ja. Google, glaube ich auch, aber ich bin jetzt zum Beispiel ein iPhone-Smartphone-Besitzer, bietet es ja nativ schon mittlerweile an, dass wenn ich was fotografiere, da ist Text drauf, dass ich den Text direkt auswählen kann. Also da gibt es sehr, sehr viele Lösungen. Also da glaube ich, das Vorführen haben wir uns jetzt gespart, weil ich glaube, dass der ein oder andere nutzt es wahrscheinlich schon. Das ist jetzt nicht so die Riesenherausforderung, da was zu finden, aber so diese kleinen Fallen wie die Select-Text oder auch die Videozusammenfassung oder auch unser Workflow, das war uns wichtig, hier das nochmal vorzustellen, sodass ihr da auch die Tools und so ein bisschen unseren Workflow kennenlernt, wie wir das Ganze angehen. Wahnsinn. Ja, super. Also ich musste jetzt gerade so, ich weiß nicht, wer aus der Gemeinde, also sind ja ein paar auch schon ein bisschen älter, wer noch den PDF-Crapper kennt. Was ist das? PDF-Crapper, was war das? Wer weiß es? Ist schon, also an mir ist der, glaube ich, vorbeigegangen. Also der Name sagt mir was, aber. Ich weiß ja, ich war damals, wir haben Angebote, haben wir halt in Papier gekriegt, ja. Öffentliche Ausschreibungen und die sollte man mit der ausfüllen. Das ist natürlich ein Nonsens, ja, weil da vertippst du dich, da musst du neu und also auf jeden Fall haben wir das ganze Ding dann gescannt als PDF und haben dann quasi aus dem PDF ein Word-Formular gemacht, ja, und konnten dann diese Ausschreibung dann digital weiterverarbeiten, also schon ein paar Jahre her. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue mit Bewegtbild, mit Video, also es ist unglaublich, unglaublich, was da geht. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin gerade so ein bisschen am Hirnen. Euer Workflow mit den verschiedenen Tools könnte man ja jetzt theoretisch eine Engine bauen, die das automatisch macht. Also diese ganzen 5 Schritte, dass man sagt, okay, du fängst da an und am Ende will ich das Resultat haben, automatisiert. Wäre sicherlich eine spannende Geschichte, was man über Robotic Process Automation, ich glaube, sogar relativ einfach hinkriegen würde, ja. Ja, das kriegt man in Teilen tatsächlich hin. Und das ist auch die Zukunft.
Das ist sogar schon die nahe Zukunft, ne? Also die ganz nahe Zukunft im Jahr 2023 wird sein, dass wir am Ende des Jahres vor Weihnachten 2023 mit Tools überschwemmt sein werden und vielleicht gibt es sogar noch ein neues GPT-Modell oder die anderen ziehen nach, Google mit Bard beispielsweise. Dann werden wir mal abwarten müssen, was da passiert in diesem Jahr. Aber auf jeden Fall werden jetzt unzählige Startups weltweit mit solchen KI-Automatisierungsanwendungen kommen, die herrschenden Sprachmodelle nutzen werden. Für den Corporate-Bereich in Unternehmen wird das der Zukunftsmarkt schlechthin sein, so unsere Einschätzung und Beobachtung. Denn kein Manager, kein CEO oder auch kein ITler möchte 30 Tools nutzen, sondern der braucht im Grunde genommen eine Suite mit einem Eingabefenster, wo er irgendwas reinhackt und im Hintergrund läuft alles automatisiert. Mhm. Diese Diskussion wird gerade oder beginnt gerade eigentlich erst in der Wirtschaft weltweit, weil natürlich die Anforderungen in jedem Unternehmen etwas anders sind. Für standardisierte Prozesse wird es sich das sicherlich bald geben. Ich rechne damit erstmalig 2024, 2025. Aber da ist in den nächsten Jahren richtig, richtig Musik drin. Ja. Also wer da schnell und viel Geld verdienen will, sollte sich jetzt in Schnittstellenmanagement fit machen und dann diese Dinger zusammenschrauben. Also genauso ist sicherlich... Also mega spannend, was da gerade passiert. Hochinteressant mit natürlich wie bei allen neuen Technologien, auch mit bösartigen Anwendungen. Wir gehen jetzt mal von dem Positiven aus. Glaube ich schon, dass es absoluter Gewinn ist. Was ich mir gerade so überlegt habe, jetzt aufs Breakfast, also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann auch beim Breakfast daneben noch einen Button haben, erstellen Zusammenfassung oder erstellen mir einen Text oder wir stellen ihn sofort bereit, ja, dass wenn dann der User sich einloggt, kann er quasi das Transkripierte sofort runterladen, er kann die Zusammenfassung nochmal runterladen. Mhm. Ist gerade ganz witzig, ich bin gerade mit ein paar Anwendern im Kontakt, die immer freitags gerne dabei sind, aber dienstags nie können, aus beruflichen Gründen. Also das ist irgendwie ein Regeltermin. Und der sagt, ja, okay, ich möchte gerne die Aufzeichnung. Ja, so, und jetzt könnte man ja noch einen Schritt weitergehen, sagen Text und so weiter oder Zusammenfassung. Also halte ich für mega spannend, ja, um einfach auch nochmal die Loyalität zur Plattform zu stärken. Ne? Also da kann man sicherlich mega coole Sachen machen, ja. Ja, absolut, absolut, ja. Und obwohl wir schon von der Toolparty, der Christoph und ich da schon ziemlich weit vorne weg sind, sehen wir aber auch, also geht es jeden Tag immer einen Schritt weiter. Also das ist schon eine Entwicklung, die ein Tempo aufgenommen hat, die muss nicht erschrecken, aber die erzeugt immer zumindest bei uns noch längere Arbeitstage, weil du kommst da wirklich nicht mehr hinterher. Gell? Ja, jetzt kommen wir wieder deinen Dreiklang, wie gesagt, Relevanzstruktur anwenden. Ja? Also müsste man jetzt quasi für das Thema auch eine Anwendung finden. Ja, also wie komme ich Sachen, die für mich relevant sind, ja, also ich sage jetzt mal computerunterstützte, selektive, aktive Wahrnehmung, die ich bestimme, was mich interessiert, dann wird es in Struktur gebracht und dann gucke ich es mir an und da werden vielleicht schon Vorschläge gemacht zur Anwendung und dann sage ich, okay, kombiniere 2 mit 3, dann guckst du es dir nochmal an und dann sagst du veröffentlichen. Ne? Genau, oder wir helfen da ja auch gerne. Bisschen Werbung im Eigenblock. Wir helfen da ja auch. Also wir stellen uns ja genau mit Klienten und Unternehmen auch die Frage, okay, kann das bei dem Unternehmen individuell aussehen oder in dem eigenen Businessprozess aussehen? Und da machen wir keine große SAP-gestützte Businessprozessanalyse, sondern das machen wir im Gespräch. Und dann können wir gucken, wie kann dieser Prozess produktiver gestaltet werden und mit welchen 2, 3 Tools kriegst du das richtig auf die Kette? Ja. Also das ist relativ schnell gemacht. Da setzt man sich mal einen halben Tag bis einen Tag hin. Das kann man auch virtuell machen und dann kann man da auch helfen und unterstützen. Ja, das hat natürlich sofort einen Impact, ne? Also ja, sofort, ja. Gar nicht lange schwatzen, ne, sondern du wachst morgens auf, bist doof und gehst abends schlau ins Bett. Also besser geht's nicht. Umsetzungsorientiert und ich sag mal, wenn man so eine Spielwiese kriegt, dann kann man ja sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal eine Woche aus, ja, bringt's euch was, ja, und dann justiert man nach. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass viel zu wenig gemacht wird. Ja? Also es wird viel zu wenig sich mit den Sachen auseinandergesetzt und auch diese Lernkurve. Ja, du musst einfach auch
an der Lernkurve dranbleiben, glaube ich. Ja, deswegen machen wir auch das Breakfast, dass wir immer wieder Impulse geben. Ja, Leute, guckt euch das an. Ihr müsst nicht alles im Detail verstehen, aber ihr müsst zumindest mal die Methodik verstehen und wo geht die Reise hin. Ja, weil sonst steht er irgendwann alleine am Bahnhof, weil alle anderen schon weg sind. Ja, ja, wunderbar. Es war wieder sehr, sehr spannend. Es ist immer ein bisschen verflixt, wenn ich mit euch oder wenn wir mit euch ein Breakfast machen. Da steht immer irgendwas auf meinem Zettel, was ich dann alles nacharbeiten muss. Ja, ist natürlich, also es produziert immer wieder Dinge, ja, die ich dann auch natürlich gerne und mit Leidenschaft umsetze. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wir haben, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Ja, und wir sind jetzt schon kurz nach 10. Ich bedanke mich bei allen für die Teilnahme. Und bevor wir jetzt den inoffiziellen Teil, ich sag mal, starten, möchte ich mich auch von der LinkedIn-Gemeinde verabschieden. Schön, dass ihr da wart. Bleibt uns treu. Bleibt gesund und munter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ne? Tschüss. 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 Ich klinke mich auch gleich aus. Ich auch, ja. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Wer noch? Ciao.